Hohoho, hallo liebe Kinder, ich habe... Klappe, Weihnachtsmann, dich braucht keine Sau. Der Sack bei den Games Planet X-Mess Deals ist auch diese Woche viel größer als deiner. Da gibt's beispielsweise noch bis kommenden Sonntag, 6. Dezember, GTA 5, das Spiel des Jahres für PC. Für schlappe 29,99 Euro. Einen Titel wohlgemerkt, der bei Tests weltweit einen wahnwitzigen Wertungsdurchschnitt von 96 erreichte. 29,99. Sorry, aber da kann man nur noch irre kichern. Fußballfans drücken begeistert ihre Gashupen, weil sie Pro Evolution Soccer 2016 für 23,99 eintüten. Die Kicker-Simulation, die dieses Jahr zum Beispiel von PC Games, von Computerbildspiele und von Spieletipps besser bewertet wurde als FIFA 16. Oder wie wär's mit einem echten Klassiker der Videospielgeschichte? Das ursprünglich 2005 erschienene Resident Evil 4 gibt es jetzt in der Ultimate HD Edition für nur 7,99. Mächtig Laune macht auch Evolve, besonders wenn man das Monster jagt und sich vorstellt, es sei der eigene Chef oder die Schwiegermutter. Das haben auch die wichtigsten deutschen Testmagazine so gesehen. Keines vergab weniger als 80 von 100 Punkten. Wer auf Beat'em'ups steht, wird mit Ultra Street Fighter 4 glücklich. Wie die Faust aufs Auge passt in diesem Fall aber vielleicht auch One Piece Pirate Warriors 3, die total bekloppte Klopperei, die auf dem gleichnamigen Anime basiert. Darüber hinaus hat Games Planet Metro Redux und Dungeons 2 im Sack. Ich sag's ja, den Weihnachtsmann braucht keine Sau. Psst, Fortsetzung folgt.